Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist nach wie vor Jens Rabe und heute geht es um die Themen Vola-Indizes. Ne? Ihr kennt das, Vola-Indizes, ist das nicht nur der VIX, jawohl, aber es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Und wie ihr die nutzen könnt, wo ihr die findet, das erkläre ich euch heute hier in diesem Video. Ich habe gleich am Anfang schon gesagt, den VIX, den kennt ja wahrscheinlich jeder, der sich mit Optionen beschäftigt. Ne? Der Volatilitätsindex, auch Angstindex genannt, und der wird ja berechnet aus den impliziten Volatilitäten der S&P 500 Optionen. Jetzt kennt vielleicht der eine oder andere auch noch so ein paar andere Indizes, ne, die so ähnlich sind. Wir nutzen die zum Beispiel in unserer Morgenroutine. Wir zeigen die auch manchmal. Da kennt ihr den OVX beispielsweise. Bild mal hier dazu für euch. Der OVX ist also quasi ein Volatilitätsindex auf Öl. Und zwar nicht eben auf die Öl-Futures, sondern auf den Öl-ETF, den sogenannten USO, United States Oil Fund. Da werden also genau wie beim VIX nach genau der gleichen Berechnungsmethode, werden also da auch die impliziten Volatilitäten genommen. Daraus wird so ein synthetischer Index berechnet und dann kann man das eben darstellen und dann weiß man eben, wie viel Volatilität ist denn jetzt gerade im Markt. Das ist also keine Zukunftsbetrachtung, sondern wie viel Volatilität ist jetzt gerade hier im Ölmarkt, also im Öl-ETF enthalten. Und bevor die Frage in den Kommentaren kommt, nein, es gibt leider keine handelbaren Produkte auf den OVX. Sondern wir können ihn wirklich nur zur Auswertung nehmen. Jetzt gibt es das Ganze nicht nur für Öl, es gibt es zum Beispiel auch noch, was auch relativ bekannt ist, zum Beispiel hier, seht ihr auch im Chart, der GVZ, also die Goldvolatilität, die ist gerade jetzt vor einigen Tagen auf den tiefsten Stand seit Auflegung gefallen, ne? Also sehr, sehr, sehr niedrig. Und all diese Indizes sind von der CBOE entwickelt worden. CBOE, Chicago Board of Option Exchange, selber auch börsennotiert, die größte Optionsbörse der Welt, hat gerade eben noch PETS gekauft oder BETS mit B von. Die haben die jetzt gerade noch genau, werden immer größer und das ist also die größte Optionsbörse, die es gibt. So, und jetzt gibt es aber noch ein paar mehr. Und zwar gibt es da beispielsweise, es gibt auch noch so einen ETF oder so eine Volatilität auf Silber. Das gibt es auf Emerging Markets, das gibt es auf verschiedene Bondkonstrukte, das gibt es auf einzelne Aktien wie Amazon, Google, IBM und so weiter. Das Problem war bloß bislang immer, dass du nirgendwo Charts dazu gefunden hast. Ne? Also wenn du jetzt gehst, bei uns Trade Navigator, findest du kaum Charts davon. Du gehst auf Bar Chart, du findest kaum Charts davon. Und du hast nicht mal auf der Seite der CBOE Charts darüber gefunden, bis ich jetzt kürzlich mal wieder auf der Seite war, habe so ein bisschen geschaut und da fiel mir auf, Mensch, die haben ja für all diese Sachen plötzlich auch Charts im Angebot. Und deswegen könnt ihr euch die jetzt auch alle anschauen. Und zwar, ich blende euch mal hier die Webseite der CBOE ein. Und da seht ihr also, wenn ihr geht auf Produkte, dann VIX Index und Volatility und dann Volatility Index oder Indizes, dann kommt ihr auf so eine Unterseite und da findet ihr dann aufgelistet so nach unten, ihr müsst einfach nur nach unten scrollen, findet ihr dann diese ganzen Volatilitätsindizes und wenn ihr auf die einzelnen, seht ihr dann, sind blau unterlegt, wenn ihr auf die draufklickt, kommt ihr wieder auf eine jeweilige Unterseite, wird genau erklärt, was ist denn dieser Index und da findet ihr immer Chart und da könnt ihr klicken und könnt euch den Chart anschauen und die sind dann auch jetzt mittlerweile in der Regel mit einer relativ langen Historie, also über mehrere Jahre. Das sind jetzt keine hochauflösenden Charts, wo ihr jeden einzelnen Tick seht. Das ist ja aber auch nicht notwendig, aber ihr könnt eben ganz gut die Volatilität erkennen. Und das ist, glaube ich, interessant, gerade wer jetzt keinen Zugang hat zu irgendwelchen IVR-Tabellen oder jetzt kein Abo hat bei eVolatility oder nicht mehr bei Dow reinkommt oder kein Konto bei Sink or Swim hat oder sonst irgendwo, ne? Der kann das hier ganz gut nutzen und ich zeige euch mal hier noch einen Chart zum Beispiel, das ist jetzt der
Volatilitätsindex auf den XLE. XLE, das ist der Sektor-ETF auf die Aktien, die im Energiemarkt tätig sind, ne? Also so Chevron, ExxonMobil und so weiter. Und da könnt ihr euch das also anschauen und dann auch hier, ihr seht mal den Chart noch mit dazu. Der ist wieder ganz normal aus dem Trade Navigator raus. Und wenn ihr also das macht, wenn ihr die Kombination nutzt, auf der einen Seite habt ihr den Chart und dann seht ihr, Mensch, das ist ja ein ganz interessanter Index oder es ist ein ganz interessanter Markt und eine ganz interessante Aktie. Wie ist denn da die Volatilität? Dann helfen euch eben diese Vola-Indizes der CBOE weiter, weil ihr euch zumindest eine Orientierung machen könnt, wie ist denn da die Volatilität? Lohnt sich da jetzt Optionen zu verkaufen? Mit welchem Risiko lohnt sich denn da jetzt Optionen zu verkaufen? Und das finde ich schon sehr, sehr hilfreich. Der ein oder andere wird das vielleicht sogar von euch in seine Morgenroutine einbauen, wird sagen, okay, ich handle zum Beispiel viel Silberminenaktien. Okay, dann guckt euch halt auch noch das von Silber mit an oder von den Minen. Es gibt zum Beispiel einen so einen Vola-Index auf Minenaktien. Ne? Dann könnt ihr euch das hier anschauen und habt eben noch ein kleines zusätzliches Mosaiksteinchen, was euch hilft, das große Bild besser einzuordnen. Also, geht mal auf die Seite der CBOE, schaut euch das Ganze da an, wie ihr dahin findet. Der Weg ist hier beschrieben und ich mache euch auch nochmal unter das Video den Link mit drunter und ich schreibe es euch einfach in einen Kommentar mal mit rein, gleich am Anfang, und dann könnt ihr euch das anschauen. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, dieser kleine Tipp bringt euch wieder voran, sodass ihr bessere Händler werdet, bessere Ergebnisse erzielt. Ich hoffe, es nützt euch etwas. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt mir das bitte wie immer in die Kommentare hier hinein. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns schon wieder im nächsten Video. Bis dann, euch alles Gute, Servus, macht's gut. Bye, bye.